Einen wunderschönen Seitengrüß. Wir sind wieder zurück in Jurassic World Evolution in der 4. Folge mittlerweile und wollen das Entertainment-Programm voranbringen. Und dafür brauchen wir auch einen Ceratosaurus, unseren ersten Fleischfresser. Den wollen wir gucken, dass man vielleicht sogar heute schon entwickeln können. Aber wir müssen dafür ihn noch ein Zuhause bauen. Und das dauert ein bisschen. Das heißt, wir müssen erstmal die Zäune, die elektrischen Zäune bauen. Und dann schauen. So, Fossilien haben wir gestern noch bekommen. Hier, Fossilien ansehen. Was haben wir denn bekommen? Okay. Okay. Und hier möchte ich Geld in die Forschung reinstecken. Wir haben gerade 3 Millionen. Also jetzt können wir ein bisschen hier rangehen an die Sache. Leichter Stahl, elektrisch, elektrische Zäune. Ich glaube, das ist vonnöten. So, hier setzen wir noch eine verbesserte Leistung rein. Kriegt man nämlich mehr. Und einen Ausfallschutz. Das machen wir jetzt an beiden Kraftwerken. Wie gesagt, verbesserte Leistung ist klar, brauche ich glaube nicht erklären. Damit produzieren die mehr Strom, können aber eher ausfallen, deswegen bauen wir gleich einen Ausfallschutz, damit wir da ein bisschen vorbeugen. Au, tue ich mir wieder selbst weh. So, und dann können wir hier alles bauen. Ich nehme hier vorne schon mal die Bäume weg. Können ja hier ganz viel machen. Nehmt das hier einfach mal alles weg. Ja. Den Baum können wir stehen lassen. Die machen wir mal weg. Und dann können sich die Tiere hier hinten immer noch verstecken. So. Gut. Wasser ist da. Bäume sind da. Ein bisschen Gras wird nachher noch gebaut und ist gut. So, was haben wir denn für Missionen gerade? Inselbewertung. Anderthalb. Achso, insgesamt haben wir 2,5. Okay, das ist ja okay. Isla Muerta wird freigegeben, wenn wir 3 Sterne haben. Naja, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Dann können wir die Inseln sozusagen wechseln. 9 Dinos haben wir. Annehmbare Vielfalt, großartiges Wohlbefinden. Ja, von den Dinos, das stimmt. Vielfaltstrafe, weil ich zu viele habe. Ach, Menü. So, was haben wir für Aufträge? Erhöhen Sie Ihre Anlagenbewertung. Ich soll mit der Kamera des Range-Teams ein Foto schießen. Und DNA ist der Schlüssel. Okay. Ich warte noch auf die Forschung. Wie soll ich denn hier einen neuen Dino finden? Hier ist ein neuer Dino. 105.000. Gucken, was das für ein Dino ist. So, währenddessen baue ich hier für unsere Leute noch was. Wir wollen ja hier noch einen Souvenirladen einrichten. Den tun wir hier hin. So, Straße hinsetzen. Die Leute sollen ihr Geld hier lassen. So, noch ein Umspannwerk. Kriegen die auch Strom. Fetzt doch. Und dann können wir ja irgendwann eine Straße hier hinterbauen.
Man könnte noch so ein Teil hier hinbauen. Mal gucken. Forschung abgeschlossen. Sehr gut. Können wir jetzt Zäune bauen? Dann machen wir das mal für unseren Fleischfresser. Und dafür müssen wir. Das ist einfach hier jetzt Zäune zu bauen. Gucken wir mal, haben sie alle Strom? Ja. Alle leuchten, sehr gut. Ich baue den Zaun natürlich hier auch noch um, in den elektrischen Zaun, aber mir war erstmal der von dem Fleischfresser wichtig. Ein Tor brauchen wir noch, damit wir hier reinkommen. Fossilien sind wieder da. Gleich mal gucken, was wir da Neues haben. Der sieht aber niedlich aus. So, also das Gehege haben wir schon mal. Das heißt, wir können jetzt einen Fleischfresser bauen. Aber vorher setzen wir ihm noch. Ich weiß gar nicht, was der haben will. Der Futterstation versorgt fleischfressende Dinos mit Fleisch und Nährstoffen. Die Nahrung wird anhand eines Zeitplans verteilt, weshalb sie eventuell mehr als eine Futterstation benötigen, um Dinosaurierkuchen versorgen zu können. Die Futterstation stillt dem Nahrungsbedarf. Futterstationen müssen regelmäßig von einem Ranger-Team aufgeführt werden. Ja, ist klar. Versorgt fleischfressende Dinos mit einem beweglichen Paket voller Fleisch und Nährstoffe. Sie bietet zwar nicht so viele Nährstoffe wie die Futterstation, für Fleisch stillt jedoch den Hunger und befriedigt einen Jagdtrieb. Ja. Schauen wir mal. Das wird jetzt sehr lustig, wenn wir hier einen Ceratos raus, Saurus reinholen. Aber erstmal gibt es hier nochmal eine Futterstation. Und dann würde ich sagen, entwickeln wir mal einen Dino. Einen Fleischfresser. 72%. Könnten wir den modifizieren? Einfach mal so aus Spaß gedacht. Hier kann man nichts machen. Belastbarkeit. Kann man nichts machen. Da kann man nichts machen. Da kann man nichts machen. Okay. Also ausbrüten. Ich bin sehr gespannt. Das heißt aber jetzt auch, dass wir sehr aktiv sein müssen. Weil ich glaube, wenn wir den jetzt freilassen, der greift direkt an. Kann aber meine Ziege opfern. Und hoffe, dass er sie annimmt. Können wir ja dann später wieder abschalten, weil der Pflanzenfresser, der Fleischfresser, der will jetzt jagen. Und bevor der jetzt gleich hier auf meine Dinos losgeht, kriegt er eine Ziege. Das wird gleich brutal. Und dann muss es schnell gehen, weil der muss schnell betäubt werden und dann muss er transportiert werden, damit er unsere Pflanzenfresser nicht durcheinander bringt. So, ich dachte, die Ziege bleibt jetzt wie im Jurassic Park Teil 1 hier stehen. Aber nee, die macht, was sie will. Auch sehr schön. Die macht, was sie will. Geh weg, hier kommt gleich ein großer. Geh weg. Tu dir was Gutes und renn weg. Das Schöne ist, wir können die dann später deaktivieren, das ist ganz gut. Ziege kommt wieder. Aber die hat auch eine Arsch offen. Eine Ziege, die durch Gegend rennt. Sehr schön, du bist aber kein Dino. Du bist aber kein Dino.
Ja, liebe Zuschauer, wir haben eine Ziege mitten im bei den Dinos. Wie ihr sehen könnt, sie läuft frei herum. Ist der neue Dino. Zigantor, ja. Oder Zigantosaurus. Oder Zikteritis, aber das klingt eher nach einer Krankheit. Wo ist denn jetzt hier der Fleischfresser? Mein Gott, lässt der auf sich warten. Was bummelt der denn? Meine Fresse. Gucke ich erstmal, ob hier mein Laden gebaut ist, mein Souvenirladen. Gibt's jetzt auch, sehr gut. Jausenbox, was ist denn die Jausenbox? Barbasol. Komm, wir verkaufen hier Barbasol. Ne, machen doch lieber die Jausenbox. Schön viele Leute hier mittlerweile. So, damit die Leute auch gleich was gucken können, gibt es noch eine kleine Aussichtsplattform. Die werden wir jetzt hier hinsetzen. Aber noch einen Weg. Nehmen wir von hier nach dort. So, dann machen wir einen kleinen Weg. Von hier nach hier. Jetzt wird noch was angeschlossen. Haben wir noch eine Aussichtsplattform. Die muss gucken schon. Was geht da gleich ab? Wo ist unsere Ziege? Die Ziege ist da. Können die nämlich die Leute auch dahin gehen. So, jetzt wird's spannend. Aufpassen. Oh, ich bin gespannt, was das jetzt wird. Unser erster Fleischfresser. Sieht ja böse aus. So, und bevor wir den gleich groß begaffen. Ein Fleischfresser. Diesmal ein Ceratosaurus. Hat auch keinen Bock gerade. Da finden sich markante Stacheln und er trägt ein Horn auf dem Schädel. Ziemlich genau das, was man nicht antreffen will, wenn man alleine unterwegs ist. Oder so, in einer Gruppe. Jetzt lass man direkt einschläfern, weil er fängt jetzt an zu jagen. Du sollst die Ziege jagen! Oh nein. Ich würde sagen, er hat... Jo, das war's. Streift umher. Sie müssen sich um ihre Dinos kümmern. Ihre tot. Gesundheit ist lebenswichtig. Ja, der ist ja tot und der frisst erstmal. Das Unvermeidbare ist also eingetreten. Was haben wir hier? Hilfe, Wo Leben und Tod? War, ist tot. Aber Sie müssen sich jetzt fragen, ob man das nicht hätte vermeiden können. Die Antwort? Natürlich nicht. Der Tod kommt immer. Schmecken Aber lassen. Hätten Sie ihn hinauszögern können? Das ist eine andere Geschichte. Oh, der... Nicht nochmal. Ihr müsst den betäuben. Der Edmontosaurus fühlt sich da auch nicht so wohl. Ziege ist schon... Achso, jetzt ist er eingeschläfert. Das heißt, wir können ihn abholen. Zack. Und dann wird das andere Tier entführt. So, dann schicken wir den hier hoch. Schicken hier gleich noch mal zwei hier einmal eine Live-Ziege und einmal eine normale Futterstation. So, arme kleine Tierchen. So, der wird abtransportiert, das ist gut. Wo ist unser Dino, der getötet worden ist? Ich sehe ihn gar nicht. Ziege läuft immer noch durch die Gegend. Ich muss mal die Karte nehmen. Hier ist die Ziegenstation.
Brust. Ich habe doch ein Tierchen verloren. Und irgendwie ist es weg. Irgendwie ist mein Tierchen weg. Hat er das komplett aufgefressen? Das mache ich erstmal wieder zu. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Ah, der hat das Tier irgendwie aufgefressen. Auch nicht schlecht. So, hier müsste jetzt gleich wieder eine neue Ziege sein. Produkt zugestellt. So, jetzt können wir den Cerato so aus beobachten. Ich guck gleich nochmal, ob hier irgendwo das tote Tier ist. Aber es ist nicht da. Sehr merkwürdig. Weil sonst wird es auch angezeigt. Aber der hat es aufgefressen. Kommt her, der frisst. Wir können ein Foto machen. Weg, ich muss hier durch. Oh, das war nicht gut. Die Zahlen sehen großartig aus. Okay, wir haben ihn verscheucht. Dann können wir uns ihn noch mal ein bisschen Zahlen näher anschauen. Ihre sind fantastisch. So, und gucken wir uns mal an, wie es ihm geht. Gesundheit 100%, Nahrung. Könnt ihr noch was essen? Grasland braucht er. Okay. Ich muss ihm mehr Gras schaffen. Wald ist okay. Wo will er denn jetzt hin? Jetzt habe ich ihn verloren. Okay. Der richtet sich auf, weil es zu wenig Grasland ist. Das können wir ändern. Das können wir ändern. Nehmen einfach ein bisschen Wald weg. Kriegst halt mehr Graslandschaft. So, jetzt sollte es aber passen. Check die Zäune ab hier. Grasland ist immer noch zu wenig. Oder zu viel mittlerweile. Ich glaube, es ist ihm fast zu viel. Habe ich zu viel gebaut? Ich kann es auch wieder wegnehmen. Ach, es ist schwierig, den glücklich zu machen. Wo ist er denn jetzt? Jetzt ist es besser. Nicht so viel Gras. Ärgert sich eher, dass er gerade keinen Platz hat. Ach, er hat die Ziege gefunden. Und überlegt, ob es heute noch Zuschauer gibt. Genug. So, ich nehme dir hier noch ein bisschen Graslandschaft weg. Weil der mag kein Gras. Aus welchen Gründen auch immer. Aber soll ja nicht ein Problem sein. Kriegst du halt Savanne. So. Jetzt fühlt er sich jetzt wohler. Wo ist er denn jetzt schon wieder? Versteckt sich immer. Und jetzt scheint es besser zu sein.
können sogar noch einen zweiten bauen. Mein Gott, ist das ein mächtiges Vieh. Dem möchte ich auch nicht nachts begegnen. Willst du jetzt was trinken? Kann ich jetzt ein Foto von dir machen? Wo ist mein Auto? Ist er. Da drüben ist er. Oh, hier wird gegafft. Komm, trink was. Ach, da schießt die Kohle gleich nach oben. Geh was trinken. Ob ich den von oben besser sehen kann. Eigentlich schönes Gehege, der sich so aufregt. So, wo ist er? Da hinten steht er immer noch. Ist irgendwie gelangweilt von der Welt. Geh was trinken, ich brauche ein Foto. Der bewegt sich aber auch kein Stück. Ich glaube, der braucht einen Artgenossen. Jetzt sehe ich mir da nicht. Hallo, seid ihr Besucher oder arbeitet ihr hier? Scheinen hier zu arbeiten. Ach, da vorne ist er. Ich glaube, der guckt wirklich durch, wo er die Zäune kaputt machen kann. Komm, geh was trinken. Komm, trink was. Trinkt schon wieder nichts. Der will einfach nicht trinken. Oh, wo geht er jetzt hin?
Also wie gesagt, eigentlich sollte er was trinken, aber irgendwie hat er noch kein Durst. Gucken, wenn ich jetzt hier die Ranger-Teams reinschicke. Geht das gut? Unterwegs zur Futterstation. Einverstanden. Aber ganz schnell jetzt. Aber ganz schnell. Das wird jetzt eine heikle Situation. Also heute ist Gefahr am Verzug. Ganz schnell jetzt. Er ist ganz hinten. Und bald kriegt er einen Artgenossen. Aber so alleine können wir den auch nicht lassen. Aber er macht zumindest nichts. Er hat uns nicht mitgekriegt. So, jetzt wieder raus. Ihr müsst wieder raus. Ihr müsst wieder raus. Okay, da hinten ist er. Oh, jetzt kommt er. 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 Oh, jetzt kommt er. Da kommt er und er ist auf die Ziege angepeilt. Ich glaube, die Ziege ist gleich fällig. Die Ziege muss auch mal wegrennen. Nom. Nom. Das war McZiege. Nicht bloß experimentieren, sondern auch beobachten. Was ich bei Ihnen sehe, gefällt mir. Weiter so. So. Und der hat uns ja gesagt, er ist ja eigentlich, will er ja nicht alleine sein. Das heißt, theoretisch könnten wir noch einen zweiten reinsetzen. Dann würde ich sagen, guck mal, das machen wir in der nächsten Folge, dass wir noch einen zweiten reinsetzen. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier noch ein bisschen unsere Mission machen. Wir haben ja neue Dinos zur Verfügung. Okay, da gibt es überall noch nichts, aber hier. Gucken, ob wir in der Forschung noch was machen können. So, im Zaunbereich. Ne, können wir nicht. Betonwände. Schwerer Stahl macht, glaube ich, bei einem Fleischfresser echt Sinn. Bei einem Fleischfresser absolut Sinn. Das haben wir auch noch nicht. Gyrosphärenstation, auf die freue ich mich. Standardzäune, schwerer Stahl, Beton. Was haben wir noch denn jetzt noch? Ja gut, Inventarplatz brauchen wir noch nicht. Okay, unseren Tieren geht es aber immer noch gut. Wir hier noch ein neues Team kaufen. Ranger kann man nie genug haben. So, die Lackierung haben wir drin. Hier kann man nichts machen. Okay. Na gut, während ich jetzt noch hier ein paar Aufträge verteile, kann ich schon mal die Abmoderation machen. So, zwar den auffüllen. Und den auffüllen. Die haben sich wieder erholt von ihrem Schock. Und zum Ceratosaurus geht's auch gut. Ach, da drüben steht er. Kommt zu alleine. Das werden wir in der nächsten Folge machen, dass er dann nicht mehr ganz alleine ist. Heute hat man... Boah, was war denn das eben? Habt ihr das gesehen? Der Ranger ist einfach durchgefahren, hier durch die Menschenmenge und hat halb die Leute überfahren. Hier, die regen sich jetzt auf wegen dir. Meine Fresse. Kein Wunder, wenn ich hier irgendwie Klagen bekomme. Denn die Leute können uns auch verklagen. Wenn ihnen was zugestoßen ist. Kostet natürlich dann auch Geld. Das muss natürlich dann nicht sein. So, Fossilien sind wieder angekommen. Das heißt, wir können hier weiter forschen. Hier wird auch zugeguckt. Oh schön, hier ist ein Gang. Und hier liegt eine tote Ziege.
Wer räumt die weg? Keiner. Die tote Ziege liegt dort einfach. Alles klar. Hier liegt die tote Ziege. Sind noch nicht viele drin. Gucken wir mal, was wir für Fossilien bekommen haben. Weil wir wollen ja den neuen erobern. Ja, dem geht's gut. Ja, also wie gesagt, die Tiere bekommen nicht permanent Fleisch, das ist so eine Intervallschaltung. Hier sind noch 9 Ziegen drinne. Die warten da immer kurz. Ein bisschen Leben, ein bisschen tote Nahrung. Kann auch nicht schaden. Na, geht's dir gut? Machst denn so? Also ich glaube, der kann auch einen Artgenossen vertragen. Kommt er dann auch. Ich glaube, das Lebendfutter will, das tote Fleisch will er gar nicht. Also das nur Fleisch. Steht hier. Ist ein mittelgroßer Theropode und frisst große Mengen Fleisch aus jeder verfügbaren Quelle. Er lebt normalerweise allein, kann aber auch in Kleingruppen und gemeinsam mit einer mittelgroßen Anzahl Dinosaurier anderer Spezies zusammenleben. Hat ja eben nicht so geklappt. Sein Territorium sollte über eine größere Graslandschaft und leichte Beweidung verfügen. Okay, das haben wir mittlerweile eingerichtet. Großer Fleischfresser. Appetit 93. Geborgenheitsschwelle 55%. Okay, Grasland. Das heißt, ich kann noch ein bisschen Wald wegnehmen. Ach, jetzt frisst er mal. Nee, frisst nicht. Ein Dinosaurier getötet, 3 Ziegen getötet. Okay, also ich glaube, dem geht's gut. Der beschwert sich nicht. Könnt ihr auch ruhig mal was trinken? Dann hätte ich die Mission mal weg. Aber nein, er tut mir den Gefallen nicht. Also der kann mit normalen auf dem Gelände leben. Das heißt, wenn er einen Triceratops oder so mit hat, die ja eh vor ihm weglaufen, dann lässt er die in Ruhe. Nur die Kleinen, die mag er nicht. Die frisst er mir weg. Oh, das Klärchen. Gut zu wissen. Trink was. I need a picture von dir, wie du trinkst. Achso, ich kann ja noch ein paar Bäume wegnehmen. Nee, ist was Falsches. Und dafür kriegt er ein bisschen mehr Gras. So, jetzt müsste das doch klappen hier. Genau, so sieht es doch schon gut aus. Ach, da ist noch eine Ziege. Toter Dinosaurier. Wo ist ein toter Dinosaurier? Warum ist der tot? Müssen wir ihn mal abholen. Produkt wird eingesammelt. Warum bist du denn gestorben? Gesundheit, krank.
ein Hammer. Der ist kaputt. Aber du, dem Ding ist gut. Wie alt bist du denn mittlerweile? Irgendwo stand das nochmal. Alter 46. Ach so, die Lebenserwartung geht sozusagen zugrunde. Ich verstehe. Produkttransport wird durchgeführt. Na gut, jetzt wo wir wissen, okay, unsere Tiere sterben halt auch irgendwann mal. Traurig, aber wahr. Mach ich einfach mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Schön, dass du mit dabei warst. Lasst ruhig ein Like da, wenn euch das Chaos gefallen hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, macht's gut und tschüss.